Hallo Leute, ich glaube, ihr habt euch gerade sehr gewundert, als ihr mein neues Video in eurer Abo-Box gesehen habt. Aber kaum zu glauben, ich bin wieder da. Es ist unglaublich komisch, wieder vor der Kamera zu sitzen, nachdem ich irgendwie gefühlt seit 3 Monaten keine Videos mehr gedreht habe. Es tut mir unglaublich leid, ihr wisst das. Aber ich habe mich die letzte Zeit eher auf mein Abi konzentriert, weil YouTube-Videos kann ich immer noch später machen. Ich hoffe, ihr versteht, dass es gerade etwas vorgeht. Ich denke, es ist klar und ich denke, es ist verständlich. Ich habe mich die letzten Tage etwas schlau gemacht über die kommenden Trends für den kommenden Frühling und Sommer. Ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich super interessant und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Für dieses Video habe ich meine 5 liebsten Trends rausgesucht. Es gibt ganz schön viele Trends. Ganz viel geht in die Richtung eher so verspielt, aber es gibt auch so ein paar etwas coolere Trends. Auf jeden Fall ziemlich bunt gemischt das Ganze, diesen Frühjahr und diesen Frühling und Sommer. Aber wie gesagt, habe ich mir erstmal meine 5 liebsten Trends rausgesucht und würde sagen, ich zeige sie euch jetzt einfach. Fangen wir an mit dem Trend, den ich beim Recherchieren ganz oft gesehen habe und der mir auch fast oder vielleicht sogar am besten gefällt. Und zwar der Trend Rüschen und Volants. Ich liebe Rüschen und Volants schon seit ein bisschen längerem. Ich habe schon letztes Jahr im November so die ersten, die ersten Sachen so gesehen mit den ersten Volants, die mir echt super gefallen haben. Und ich habe mir sogar vor bestimmt 3 Tagen ein neues Teil gekauft und habe danach gemerkt, das ist voll in dieses Trendkategorie passt. Und zwar sieht das so aus. Das ist von H&M. Ich habe versucht, euch die ganzen Trends so an ein paar Teilen von mir jetzt festzumachen. Ich kann leider aus urheberrechtlichen Gründen keine Bilder hier einfügen. Aber ich habe für euch ein paar Sachen rausgesucht, die ich jetzt bei mir zu Hause im Kleiderschrank hatte. Wie gesagt, das habe ich relativ neu. Und man sieht ja hier diese Volants, die hier am Ausschnitt und am Arm weitergehen. Diese Volants müssen auch nicht unbedingt am Ausschnitt sein, es gibt die auch oft an Ärmeln. Habe ich schon zum Beispiel schon ganz viel bei Zara oder Bershka gesehen, so Blusen, die an den Armen dann einfach ganz viele Volants haben. Super, super schön, finde ich einen super tollen Trend. Und ja, für den nächsten Trend, der mir auch super, super gut gefällt, kann ich auch direkt bei dem Stück bleiben, denn es ist der Trend Blümchenmuster. Ganz egal, ob das jetzt so ein Muster ist, eher so ein bisschen kleinere Blumen, oder ob es so in die exotische Richtung geht, zum Beispiel so Hibiskusblüten oder Kaktusblüten oder generell Kakteen. Kakteen sind keine Blumen, aber abgesehen davon. Auf jeden Fall, ganz egal an welchen Sachen, ob es Kleider sind, ob es Oberteile sind oder auch an Hosen, sieht man es ja auch ganz oft bestickt, wenn Hosen mit Blümchen drauf bestickt sind. Ein super, super schöner Trend, der mir auch persönlich super gut gefällt. Und für wen diese beiden letzten Trends eher etwas zu verspielt und ein bisschen zu süß waren, für die habe ich jetzt auch etwas, was mir persönlich auch gut gefällt. Und mit diesem Trend kann man einfach gar nichts falsch machen. Und ich glaube auch, dass er ziemlich vielen Leuten gefällt. Und es handelt sich um den Streifentrend. Der wird uns dieses Jahr auch erhalten. Ganz egal, ob auf Tops oder T-Shirts oder Hosen, ganz egal. Dieses Top ist übrigens von Bershka, falls jemand interessiert. Aber abgesehen von dem klassischen schwarz-weiß gestreiften, sind auch dieses Jahr besonders farbige Streifen in. Ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Beispiel, das ist auch eher ein bisschen schlichter, einfach rot-weiß gestreift. Das ist von Double Agent, ein ganz normales Basic-Top, geht auf jeden Fall auch immer. Aber abgesehen davon ist auf jeden Fall gerade auch der Blockstreifen-Trend in. Also auf jeden Fall größere Streifen, mehr Farben. Ist dann doch nicht was für jeden und auch eher etwas auffälliger und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schwieriger zu kombinieren als jetzt einfach ein ganz normales schwarz-weiß gestreiftes Crop-Top oder so. Das ist auf jeden Fall ein bisschen für die Wagemutigeren, also das jetzt nicht, aber ich meine, noch ein bisschen größere und mehrfarbige Streifen, war das richtig? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ist auf jeden Fall dann eher was etwas extravaganteres. Aber an sich der Streifentrend, den kann man auch einfach ganz alltäglich in seinen Style einbauen mit ganz normalen schwarz-weiß gestreiften Oberteilen, ist auf jeden Fall kein Problem und auch super trendy. Der nächste Trend nennt sich schlicht und einfach Pailletten. Ganz egal, ob auf Tops, T-Shirts, Hosen, Kleidern, auf jeden Fall immer ein sehr, sehr schöner Hingucker. Als Beispiel habe ich euch jetzt einfach dieses Top hier rausgesucht. Das ist von Forever 21, hat einfach schwarze Pailletten drauf. Das ist meiner Meinung nach auch ein super, super schöner Trend. Und der letzte Trend von meinen 5 Lieblingstrends. Ich glaube, da werden sich viele drüber freuen. Er war letztes Jahr schon sehr in und wird uns auch dieses Jahr weiterhin erhalten bleiben. Und zwar ist es der Schulterfrei-Trend. Natürlich trägt man das dann so. Ich habe es einfach so aufgehangen, dass man das Teil an sich besser erkennt. Das ist jetzt zum Beispiel von Only, habe ich auch relativ neu. Ja, einfach ein blaues, so eine blaue, lockere Bluse. Oh, das hält die ganze Zeit ab. Mit so silbernen kleinen Akzenten drauf. An sich sind einfach Kamenblusen dieses Jahr wieder super, super in, was mich super freut. Schulterfrei tragen ist für mich einfach, ich finde es einfach sehr, sehr schön. Und
Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die es auch mögen. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingstrend ist. Es würde mich super interessieren. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.